Ja, liebe Leute, und hiermit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Epic Stories Typic Chronicles. Once upon a time. It was the best of times. It was the worst of times. There was a girl. And she rode upon the back of a great fox. But they were lost. They had always been lost. Until a path appeared, and so she followed. Was the path leading her, or was she leading it? She didn't know. It was just there. All of a sudden, she knew where she was. Ja, damit hallo und herzlich willkommen nochmal. Und es ist ein bisschen spezielles Spiel. Ich kommentiere es vor allem nach und ich muss sagen, ich mag ja Indie-Studios. Also Indie-Spiele, ne? Also nicht Indie-Studios, sondern einfach Indie-Spiele. Und es ist ein ganz spezielles Spiel und ja, das sieht man jetzt schon, hier steht, was ich eingeben muss. Und das muss ich wirklich mit der Tastatur eingeben. Auch so funktionieren die Kämpfe dann. Und deswegen kommentiere ich das Ganze hier auch nach. Das Ganze kommt ja am 9. Dezember, ja, für euch. Für mich ist jetzt gerade der 20.11.2019, wo ich hier das nachspreche. Und ihr seht, ja, also ich habe hier zwischendurch eben auch Probleme. Das Spiel ist wirklich für Leute bzw. auch für Kinder geeignet, um das Zehn-Finger-System zu lernen auf der Tastatur. Ja? Also man, am Anfang ist es noch so, ja, man muss ein bisschen eintippen und so. Ich hatte da am Anfang auch das Problem, ich wusste nicht gerade, wo sind diese, die ein Sonderzeichen, sage ich mal jetzt so, oder dieses Doppel-S, wo man ja in Deutschland halt verwendet, wo wir in der Schweiz nicht haben, ja. Aber ich muss sagen, ich spiele auf einer deutschen Tastatur oder habe da mal auf einer deutschen Tastatur gespielt, ja. Who? Where? Why? Ja, sehr interessant kommentiert. Es ist sehr schön, dieses Spiel. Also es ist mal was anderes und das mag ich eben so an Indie-Studios. Genau hier hatte ich das Problem so... Wo ist dieses S, oder? Dabei, ja. Also ich habe es hier schlussendlich jetzt gelassen, weil ich wusste gerade nicht, wo dieses S war. Ne? Und wollte jetzt die Steuerung umstellen. Man kann es wenigstens auch umstellen. Aber man kann das Wort halt auch wieder neu eingeben. Ihr merkt schon, ich bin tippen zwischendurch echt langsam. Ja. Ich weiß nicht immer auswendig, wo welcher Buchstabe ist. Genau, aber mit Indie-Studios, das ist eben das Schöne. Ich mag Indie-Games, echt, ja. Echt oft, ja, hier kann ich gerade nicht lesen oder konnte ich nicht lesen, was da geschrieben steht und habe es dann doch erraten ungefähr. Manche Wörter kenne ich auch nicht, das war mein größeres Problem, ja. Hier gibt es auch Punkte zu vergeben. Naja, eben. Indie-Studios, also Indie-Spiele. Ich mag die, weil die haben oftmals viel innovativere Ideen als so diese AAA-Spiele und ich weiß auch nicht. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind. Ja, aber ich kann mir diesen AAA-Spielen oftmals weniger anfangen. Ihr seht auch, wenn hier Truhen sind, muss man mehrere Wörter zum Beispiel eingeben. Und einfach diese Idee,
Klar, es gibt mittlerweile noch mehr Spiele, wo auf dieses Prinzip gehen. Aber es ist sehr interessant. Ich meine, so muss man wirklich Tastatur. Das kann man nicht mit Controller spielen, ne? Weil du musst ja das Wort eingeben. Ich sage nicht, dass ich hier gut bin in dem Spiel, ne? Ich mag auch diesen Grafiklook hier. Ich vermute, es werden auch zwei Parts werden. Das heißt nicht, dass morgen jetzt nochmal dasselbe Spiel kommt, ja. Sondern ich habe hier fast 50 Minuten aufgenommen. Und wahrscheinlich werde ich das dann unterteilen in zwei Parts. Für mich ist es mehr oder weniger ein Let's-Test. Ich habe das Spiel schon mal angespielt. Das war die Demo. Ich sage immer Beta. Ja, ja. Wie bei einem anderen Spiel. Wie bei... Oh ja, das wird noch kommen wahrscheinlich, oder? Lauter Liste. Da verrate ich schon zu viel, ne? Oder hatten wir das Spiel schon? Nee, ich denke mal nicht, oder? Nee, das kommt dann am 18., was ich meine. naja. Ich habe eben durcheinander hier aufgenommen, ne? Mal das, mal dies, mal jenes. Wo ich gerade Bock drauf hatte, habe mir einfach so eine Liste gemacht, wo ich mal was aufgeschrieben habe und lange auch überlegt. Übrigens ist das Letzte, wo ich noch muss. Ich habe noch ein Video, das ich noch nicht fertig bearbeitet habe, aber das hier ist das Letzte, wo ich noch einspreche. Ja. Sensing a terrible wrongness, she looked up. Danach habe ich eigentlich jedes. Ja. Das andere geht relativ schnell. Sonst gibt es einfach noch so diese... Ja, Ukulele and Impossible Lair. Da habe ich noch ein Part, wo ich noch nicht gebracht habe. In dem Moment hier, bei euch wird der hoffentlich dann schon gekommen sein. Und ich hoffe auch, dass Lost Embers endlich dann kommt. Ja? Oder gekommen ist. Hier gibt es diesen Fight, ja. Krone. Nekron. Liebe und Opa. Erlesen kann ich das schnell, aber... Das ist auch immer... Du musst auf die Tastatur unten schauen. Ah, da kommt noch ein Gegner. Von welcher Seite? Es ist eigentlich so ein... ja. Also wenn ich das Zehnfingersystem beherrschen würde, könnte ich natürlich da einfach nur drauf schauen. Ne? Jetzt habe ich aus Versehen hier gedrückt. Gut. So, jetzt geht's weiter hier mit Kampf. Neu. Gut. Aber da ich ja eh mehr mit Controller spiele, habe ich halt das Problem auch, ne? Ich schreibe auch nicht so oft einen Text hier. Und ich zocke auch nicht gern mit Maus und Tastatur, muss ich ehrlich sein, weil... Ich finde immer, also erstens, ich vertippe mich immer, weil diese Buchstaben sind ja so nah aufeinander. Und ein Controller, da hat man ja dieses R und L-Button. Das finde ich viel besser. Weil man hält das ja viel anders. Eine Tastatur kannst du ja nicht so halten wie ein Controller. Oh, da hatte ich sowas von Schwein gehabt hier. Ihr seht auch, man muss hier bei den Großen muss man dreimal zum Beispiel eingeben. Und ja. Aber es ist schön, es wird auch immer geschrieben, was sie da erzählt, oder? Falls irgendwas ist. Also ich muss sagen, klar wäre jetzt das ein Spiel... Das könnte ich nicht immer spielen, ja. Aber einfach das Prinzip davon, wie Indie-Spiele sind. Ich finde immer dieses Wort Indie. Indie finde ich bescheuert.
Es klingt für mich immer so, es ist irgendwie so, ja, klar. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man, was Indie genau heißt. Es gibt ja ein längeres Wort, das ist ja, glaube ich, nur die Abkürzung. Und ja, hier steht etwas ganz Komisches. YZCVBMM. Da habe ich mir auch da gedacht, als ich das gelesen habe. Hey, was steht denn da? Das ist doch kein Wort. Oder Menhirn. Was ist ein Menhirn zum Beispiel? Oder hier. Menhir. The trees began to give way to ash and char. Daumen zwischendurch. Ja. Manche Wörter geben hier Sinn. This was where the meteor had struck. Manche eben nicht. The path ended here. Or did it begin? Zum Beispiel Schiefer, das gibt natürlich Sinn. Ich weiß einfach gerade nicht, was es ist, aber ja. Ich hätte 2 Punkte eigentlich. Aber ich habe mir damals gedacht, ne, ich behalte mal den Punkt. Und ich wusste doch gerade nicht, wohin dabei. Ja, das ist offensichtlich. Beziehungsweise ich wollte, glaube ich, zuerst wissen, was das noch ist. Das könnte auch sein. Gibt uns Levelpunkte, ja. Es gibt auch ein Combo. Darum gibt es hier immer, wenn man schnell irgendwie mehrere Wörter eingibt und so, also mehrere Texte eingeben kann, dann kriegt man mehr Punkte. Die Idee eben finde ich nicht schlecht, aber für mich ist es das persönlich jetzt eben etwas schwer. Und deswegen habe ich das jetzt auch nicht kommentiert. In der Zeit, erstens hätte man wahrscheinlich die Tastatur gehört, ne? Los. Ehre und jung. Naja, jetzt sind wir an einem etwas düsteren Ort. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr eigentlich von diesem Spiel hier haltet. Hier gibt es so komische Ratten, die hier am Boden sind. Ja. Hier war ich leider zu langsam, weil ich habe die Gegner am Anfang gar nicht gesehen. Das war das Problem. Aber ja, kann es halt gehen. Wie gesagt, was haltet ihr von diesem Spielprinzip? Würdet ihr sowas gerne öfters spielen? Oder würdet ihr sagen, nee, man musste hier mit so die richtigen Wörter eingeben, ist ja voll bescheuert. Also ich finde es eben schön, das ist auch gut für Kinder geeignet, um das zu lernen, ne? Den hätte ich auch fast nicht gesehen. Also natürlich nicht nur für Kinder geeignet, aber ich finde das eben schön, um Zehnfingersystem zu lernen. Wäre eigentlich sowas, also so ein Spiel hier, hätte mir wahrscheinlich mehr gebracht. Ich hatte das mal als Unterricht genommen im 10. Schuljahr. Da hat mir immer der Lehrer gesagt, ja, ich bin nicht so gut. Und ja, er kann mir am Schluss, es ging auch um Zertifikate, hat er gesagt, ja, er kann mir keines geben. Und mir ging es ja nicht um dieses blöde Zertifikat, ja, dass ich ein Papierfützel habe. Manche haben hier bei uns auch einfach diese Abdeckung weggenommen, immer runtergeschaut oder eben beschissen hier bei der Prüfung. Und ich dachte so zuerst mal, ja, soll ich das jetzt auch machen? Aber dann dachte ich mir so, wieso bin ich hier? Wieso mache ich das? Ne? Es geht ja für mich. Mir ging es darum, nicht weil ich es kann,
Also, damit ich hier bescheißen kann, ich mich hier selbst. Was bringt mir das, oder? Also, ich lüge mich wie selbst an, wenn ich da sage, ja gut, ich habe jetzt noch ein Zertifikat. Was bringt mir das, ja? Ich kann es ja dann doch immer noch nicht. Und es ging mir ja da darum, dass ich es lerne. Deswegen war ich dort. Dann dachte ich mir so, ja, darum mache ich das jetzt auch. Und steht dann am Schluss, also ich habe auch ein Bild, glaube ich, davon gemacht, wie schnell man vom Eintippen ist. Also es gibt eine Statistik bei dem Spiel, wo du nachschauen kannst. Das finde ich eben interessant. So, jetzt bekommen wir ein neues Item sozusagen. Auch wenn es bringt uns einfach diese Dinger, die wir vorhin nicht zerstört haben. Oder konnten, jetzt zu zerstören. Weil vorhin stand ja irgendein komischer Text da, wo man irgendwelche Sonderzeichen, wo man nicht eingeben kann, ja. Und ich weiß auch nicht, wie viele Gebiete dieses Spiel überhaupt hat. Ich weiß auch nicht, ob es lange geht. Ich habe jetzt auch nie im YouTube nachgeschaut. Vielleicht gibt es Leute, die haben das durch Let's Played, ja. Ich wollte euch einfach mal zeigen, hey, es gibt auch solche Spiele. Und mittlerweile ist es wirklich nicht das einzige Spiel. Ich habe schon mal zwei davon gesehen, also zwei mit dem zusammen zwei Spiele, wo das Prinzip haben. Wahrscheinlich gibt es noch mehrere. Das finde ich sehr gut. Ich habe irgendein Sammelding gefunden. Fragment. Ich werde dann überlegen, wo ich den Punkt vergeben kann, ja. Zur Musik muss ich jetzt sagen, die wiederholt sich für mich zu schnell. So würde ich das sagen, ja. Also, der Soundtrack finde ich jetzt nicht so enorm bombastisch. Er passt zwar, aber er wiederholt sich echt zu schnell. Es ist irgendwie ein Loop, kann man sagen. Ja, es wiederholt sich nach 10 Sekunden oder sogar weniger. Von dem her, ja, da hätte man, wenn man meckern will bei dem Spiel, ja. Aber Grafik, ich mag solche Grafik, ja, also den Grafik-Look, und ich wusste hier gerade nicht, wo ich durch kann, dabei war ich ja blöd, ich habe ja da vorhin gerade geöffnet, aber ja, naja. Oder wollte ich noch schauen? Ne, ich wollte glaube ich auch noch schauen, was es irgendwas gibt, wo man zerstören kann. Mit dem Feuer können wir natürlich hier auch das Feuer anmachen, ne? Hier gibt es sogar dafür eine extra Sequenz. Was man sagen muss, das Spiel ist so, es fängt einfach an. Und es wird immer schwerer, ja. Das ist eigentlich das größte Problem für mich. Ich glaube, ich könnte, selbst wenn ich jetzt das Tour Let's Playen wollte, könnte ich das nicht, ne? So, ich muss jetzt relativ schnell eingeben. Und mir ist das nicht aufgefallen, ne? Oder ich musste zuerst beim einen Feuer machen, dann beim anderen.
Ich weiß es nicht. Ja, da muss man auch schon relativ schnell eingeben, das ist toll. Und hier dachte ich mir schon wieder, oh nee, jetzt muss ich wieder kämpfen, Mann. Hier war eigentlich schon fast die Zeit vorbei. Und ich würde sagen, wir machen dann hier auch irgendwo Schluss, wenn ich den Kampf dann hinbekommen habe. Ja. Eben nochmal zu Indie-Spielen. Ich muss sagen, so AAA-Spiele mag ich die meisten eben nicht. Klar gibt es Ausnahmen, aber bei Indie-Spielen ist so, ja, die haben mehr das, was ich wirklich mag. Wenn man Rareware früher angeschaut hat, jetzt mit Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, was haben wir noch? Diddy Kong Racing. Ich weiß auch nicht, es gibt ja GoldenEye auch, wobei ich jetzt GoldenEye nicht so wirklich mag, aber ich bin jetzt auch nicht der größte James Bond Fan. Auch das andere James Bond, wo es gegeben hat hier auf der Nintendo 64, muss ich sagen, ja, sieht jetzt für mich nicht so wirklich gut aus. Auf der GameCube, also Nightfire, das war das James Bond, wo ich sagen musste, ja. Ihr seht schon, mit dem Ding verbrennen hier auch die Worte, ne? Das ist auch gut. Und ich bin hier relativ langsam in eigentlich. Naja, das funktioniert nicht. Wie wäre es hiermit? Das finde ich sehr lustig. Und ich dachte mir nur so, oh, ey, ich war da echt erschöpft beim Eingeben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich so, weil du bist hier voll gestresst, du musst immer schauen, wo kommt wieder ein, gibt es wieder ein und, oh. Also für mich war das echt ein Stress, das Spiel hier. Aber es hat auch Spaß gemacht, da muss ich schon zugeben. Es hat Spaß gemacht. Ich muss immer schauen, wo dieses blöde S ist. Ich glaube, das ist ja irgendwo. Wo haben wir es denn? War das neben Fragezeichen? Ja. Sowas. Eben wie gesagt, wir in der Schweiz haben hier völlig eine andere Tastatur, ne? Die das nicht beim Fragezeichen hat. Was ist denn das? Doch, beim Fragezeichen, ja. Bei uns ist es eben so, wenn du das eingibst, ist bei uns ist so ein... ich glaube, bei uns kommt sogar zuerst das Fragezeichen. Und dann gibt es diesen Strich oben, ja. Wo man ab und zu braucht. Wobei, in Deutschen braucht man den, glaube ich, weniger. Und was auch noch anders ist, ist das Ad. Also so Gmail at gmail.com zum Beispiel, oder wo man ja, wenn man muss was anderes drücken. Nothing could stand in her way now. Ja, liebe Leute, aber an der Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, was haltet ihr von diesem Spielprinzip? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und ja, ich schaue, was ich mit dem nächsten Part sozusagen mache, ob ich denn euch einfach mal zeige, was ich da noch gemacht habe. Und morgen sehen wir, wie gesagt, ein anderes Let's Play. Das war jetzt Let's Test. Epic. EP Story Typic Chronicles. Also macht's gut, liebe Leute, und habt einen schönen Tag. Tschüss.